Mensch, wie doch die Zeit vergeht. Schon heute endet Annettes Praktikum bei uns. Oh, Bernd ist echt ein Sensibelchen, was Abschiedsszenen angeht. Und Ahmed hat sich auch nie wieder gemeldet. Was ist denn hier los? Ist Bernds Barbarenlenden-Shorts beim Waschen eingegangen? Ach nee, er bewältigt nur den Abschied von Annette. Abschied? Letzter Tag des Praktikums. Hast du das einfach vergessen? Zahm! Was? Wie? Wenn du dich verabschieden willst, musst du dich beeilen. Der letzte Zug aus Fürth fährt schon in wenigen Minuten. Ich muss dir was sagen. Geht's um die WoW-News? Die habe ich für heute noch gecheckt. Das ist viel wichtiger. Dein Buff-Mauspad, das habe ich dir doch wieder hingelegt. Nein, eine andere Sache. Annettes letzter Tag? Richtig. Aber ich muss dann auch schnell die Erfahrungspunkte für heute gutschreiben. Das ist echt lieb von dir, aber ich muss jetzt wirklich los. Dann hat es Annette also in letzter Sekunde geschafft, zur Volontärin zu leveln und darf bei uns bleiben? Und du hast es in letzter Sekunde geschafft, ihr endlich deine Gefühle zu gestehen? Also ich habe diese Kaffeepause hier nicht genehmigt. Hopp, hopp, ab an die Arbeit! Ein anderes Mal. Hallo da draußen an den Bildschirmen und willkommen zu einer neuen Ausgabe der BAFFT-Show, der wöchentlichen Videosendung des Online-Rollenspiele-versessenen Teams von BAFFT.de. Die Temperaturen in der letzten Woche haben ja mancherorts Schokolade zum Schmelzen gebracht und das inspirierte uns zu einer neuen Ausgabe unserer beliebten Serie World of Warcraft Retro Raids. Da bringen wir heute was ganz anderes zum Schmelzen. Ja, willkommen zu unserem zweiten Retro-Raid in der BAFFT-Show, nachdem ich mich schon zu Onyxia gewagt hatte, war ich jetzt mal im geschmolzenen Kern. Und damit ihr nicht immer nur den Eindruck bekommt, dass das totaler Pipifax war, habe ich mal Videoszenen von damals aus der 60er-Zeit mitgebracht, damit ihr mal seht, wie die echten Männer das früher gemacht haben. Und da sind wir schon auf dem Weg zum geschmolzenen Kern. Da musste man im Schwarzfels hier über die Ketten sich durchschlagen. In der ganz frühen Zeit auch noch da hinten in die Lava springen durch das kleine Fenster. Das sind immer ganz große Dramen passiert, wenn die Instanz dann nicht geladen hat. Das stimmt. Großartig. Hier haben wir schon den ersten Boss, Lucifron, der mit zwei Ads zusammenkommt. Und eigentlich waren die Kämpfe damals bei weitem nicht so komplex, wie sie heutzutage sind. Also nee, hier ging es hauptsächlich darum, den Flücher aufzuheben und zu heilen. Ads zuerst killen, dann den Boss, also nach heutigen Maßstäben, könnte auch in der 5-Mann-Instanz stattfinden. Magmada, der zweite Boss, immer wenn die Nasenspitze da rot wird, heißt das, dass er wütend ist und dann muss den Jäger mit einlullendem Schuss ihn wieder beruhigen. Genau. Wie man hier sieht, war der Kampf schon relativ komplex, also mit Furchtzaubern und Feuerwänden überall, dem man ausweichen muss und das war sehr anstrengend. Das ist Gehennas, ja, der sieht erstaunlich aus wie Lucifron. Und ist auch nicht der Letzte, der so ähnlich aussieht. Und ja, hier sieht man, wie mit Level 60 der Pull schiefgegangen ist. Ja. Das kann euch mit 70 natürlich völlig egal sein. Richtig, da hat man mit Level 70, wenn man hier sieht, da geht es rapide nach unten, obwohl wir, ich glaube, da sieht man hier nur ein kleines Grüppchen, irgendwie 6-7 Mann. Ist aber überhaupt kein Ding mehr. Oh, das war großes Drama. Gar mit insgesamt 8 Ads, noch zu Zeiten völlig ohne Raid-Icons. Die Pull-Vorbereitung hat irgendwie 10 bis 15 Minuten gedauert. Ja, länger als der ganze Kampf, bis jeder sein Ziel hatte. Und der Witz an der Sache war, dass man zwar diese Ads loswerden musste, weil sie sonst zu viel Schaden im Raid gemacht haben, aber für jedes Ad, das man getötet hat, wurde gar stärker. Da musste man so viel wie möglich bannen. Auf Level 70 sieht man jetzt, wir haben einen Paladin, der hat alle Ads da hinten zusammengezogen und wir Restlichen schießen ganz gemütlich gar runter. Könnt ihr heute mal froh sein, dass ihr Paladine überhaupt gekriegt habt. Ja. Ansonsten... Ja, Gar war immer sehr, sehr auch von der Raid-Komposition abhängig. Waren genug Hexenmeister dabei, waren genug Krieger dabei, die auch oft tanken konnten. Das war ja, das war damals gar nicht so einfach alles. Genauso wie der Baron Geddon. Berühmte Baron Geddon, von dem haben wahrscheinlich auch schon die Leute gehört, die Molten Core noch nie gesehen haben. Weil das war der berühmte Boss mit der Bombe, genau. Der immer einen Mitspieler im Raid in eine Bombe verwandelt hat, der dann sich und alles in seiner Umgebung in die Luft gesprengt hat und deswegen schnell aus dem Raid rauslaufen musste. Das ist auch eine Spielmechanik, die hat
bis heute überlebt. Ja, das sieht, das stimmt, man immer noch mal wieder. Genauso wie auch das Feuer bei Magma da. Don't stand in the fire. Nicht im Feuer stehen. Es waren dann auch die ersten Kämpfe, wo man sich damals sehr aufwendig positionieren musste. Die Gruppen einzeln stehen, großer Radius außenrum, um diesem Flächenschaden, den man jetzt hier sieht, auszuweichen. Und das war für damaliges Verhältnis hochgradig aufwendig. Es waren natürlich auch 40 Leute. Das ist richtig. Ja, das war damals wirklich einer der aufregenderen Kämpfe. Und ja, auch der kommt uns bekannt vor, optisch. Also Blizzard war da jetzt in Sachen Charaktermodellierung nicht so. Nee, ja, haben sie. Das hat eben, aber sie haben alle eine andere Farbe. Irgendein Praktikant am Nachmittag mal gemacht. Man weiß es nicht. Und hier, ja, Charras war auch wieder so ein Glanzfight, halt die Flüche aufheben. Charras ist im schwarzen, genau, Tempel. Richtig. Ja, und blinkt sich dann immer zu einem zufälligen Spieler hin, der dann in die Mitte laufen muss zum Tank, dass der Tank ihm dann wieder abnehmen kann. Super Übung, um den Leuten beizubringen, wenn sie die Aggro haben, nicht vom Tank wegzulaufen. Immer funktioniert, wie man da an den paar Leichen sieht, aber gut. 40 Mann-Raids war genug Kanonenfutter dabei. Das ging schon. Und ja, auch der sieht vertraut aus. Sulfuron Herold. Das, richtig, war damals auch sehr aufwendig. Der hat 4 Ads dabei, die alle Priester sind, die sich dann auch entsprechend gegenseitig heilen. Deshalb mussten die, wie man hier sieht, sehr weit auseinander getankt werden und dann einen nach dem anderen gezielt ausschalten. Ja, genau. Das war damals einiges an Koordination mit Jägern, die dann zu den bestimmten Tanks immer hingezogen haben. Und damals war das echt aufwendig. Und jetzt schießt man sie einfach runter, ignoriert die Heilung und macht einfach mehr Schaden, als sie sich heilen können. Und jetzt kommen wir zum Boss. Wie sieht der aus? Er sieht tatsächlich anders aus. Man glaubt es kaum. Ja. Golemak. Ja, das war auch relativ klassisch für die Instanz. Boss mit Ads. Allerdings, da kommt der sensationelle Twist, man muss die Ads nicht töten. Beziehungsweise man kann auch gar nicht, weil die würden wieder auferstehen. Genau. Und solange sie zu nahe dran sind und hier die Hörner leuchten, verstärken sie nämlich den Boss. Deswegen musste man einfach nur die Ads vom Boss wegziehen und dann den Boss umbringen. Aber der hat ganz schön heftig zugeschlagen. Ja, Golemak war für damalige Zeit sowas, was man heutzutage wahrscheinlich einen Gear-Check nennen würde. Also der hat dem Tank ziemlich einen reingebraten und die Nahkämpfer haben auch Flächenschaden abbekommen. Also meistens war es immer so, die letzten 10%, da sind nacheinander alle Schurken weggeknickt. Ja, und stimmt. Und am Schluss standen noch ein paar Fernkämpfer, aber der Boss war down, insofern war es okay. Euch sind die Hunde scheinbar wurscht, die stehen einfach neben dem Boss mit 70. Ja, der wird dadurch ein bisschen stärker, aber bei 70 macht das keinen großen Unterschied mehr. Ja, und zwischendrin musste man immer diese Runen löschen mit einem speziellen Item, damit man überhaupt die späteren Bosse freigeschaltet hat, nämlich ihn hier. Majordomus Executus. Nee, Majordomo. Majordomo. Welch Wunder, welches Charaktermodell er hat. Ja. Aber hier, umgekehrt wie bei Golemak, hier muss man nur die Ads töten und nicht den Boss. Genau, das war furchtbar kompliziert. Also das ist auch ein Kampf, den habe ich nie so richtig verstanden. Ich kenne so die grobe Marschrichtung, aber ja, leiten hätte ich den Raid nicht können. Er hat zwei verschiedene Arten von Ads, einmal Heiler und einmal Elite-Kämpfer. Und man kann die in Schafe verwandeln, also Crowd-Controllen. Aber sobald, ich glaube, 4 Stück tot waren, konnten die anderen nicht mehr Crowd-Controlled werden. Und deswegen hat man eine ganz besondere Reihenfolge gehabt, wie man so umbringt. Ja, und hat dann einige auch nicht gekillt, aber so auf 20% Lebensenergie schon mal runtergeprügelt. Genau. Und ja, das war immer recht komplex. Ja, das war ein ganz schön beeindruckender Moment, wenn man das erstmal gesehen hat. Vor allem, man sieht hier links im Bild noch ein paar Spieler stehen, wenn man da so den Vergleich hat. Das ist schon ein Riesenkerl, der Ragnaros. Ja, sehr imposant, ja. Und er hält auch nicht viel davon, geweckt zu werden. War wohl noch sehr früh am Morgen. Man weiß. Ja, ein kleiner Morgenmuffel. Jedenfalls geht der gute Majordomo jetzt dann gleich. Bye, bye. You have failed me, Executus. Justice shall be met. One-shotted. Ja. Also. Hätte der auch resisten können? Man weiß es nicht, es wäre lustig gewesen. Das stimmt. Und hier sieht man jetzt den Kampf in Aktion. Für Fernkämpfer ganz nett, weil man kann kein Aggro ziehen. Allerdings kann man durch die Gegend fliegen. Wenn man nämlich zu sehr auf einem Fleck stand, dann hat er da so eine Druckwelle hingecastet. Und da musste man dann wiederum aufpassen, entweder im Idealfall gar nicht erst in die Lava zu fallen oder zu wissen, wo man da wieder rauskommt. Richtig. Da gab es am Anfang viele, viele in der Lava schwimmende Leichen, weil Leute in die Lava geschleudert wurden und nicht wussten, wie sie und wieder rauskamen. Übergroße Jägerpfeile, hat man gerade gesehen, gab es auch. Ein sehr schöner Bug.
Ja, und gleich der zweite Bug. Hier ist nämlich die Söhne-Phase. Nach einer Zeit kommen dann diese Feuerelementare und eigentlich sollte Ragnaros dann abtauchen, aber ist dann einfach da geblieben, hat nichts mehr gemacht. Ja, der wollte halt zugucken. Und diese Söhne waren damals gar nicht so einfach. Die waren unglaublich knifflig, weil die haben nämlich einen AOE-Effekt, da ziehen sie Mana ab und hauen ohnehin ziemlich doll zu, was man nicht gebrauchen kann bei so einem extremen Kampf. Und ja. Und hier, ich glaube, wir hatten zwei Magier dabei, die einfach mal schnell die Söhne zu zweit weggebombt haben. Das war eben auch deutlich leichter. Und eigentlich bin ich fast ein bisschen enttäuscht mit Level 70. Wir hätten ihn vor der ersten Söhne-Phase eigentlich schon erledigen sollen. Ja, wobei ich glaube, Ragnaros ist so ein Kampf, der verliert fast ein bisschen, wenn man den so overpowered macht. Weil also den dann sterben zu sehen auf Level 60, das war schon ein Erlebnis. Ja, auf jeden Fall. Also das war ein, ja, damals natürlich zu Molten Core-Zeiten war das Nonplusultra, was man erreichen konnte, Ragnaros zu besiegen. Und wenn man Glück hatte. Ja, und auch später haben es dann noch viele Gilden gemacht, weil der ja grandioserweise die Tier 2 Hosen gedroppt hat. Und möglicherweise, man hatte die Chance, ein legendäres Item zu bekommen. Oder beziehungsweise Teile dafür. Richtig, genau, nämlich das Ding, was da jetzt liegt, in klein. Ja, das war mal wieder ein tolles, nostalgisches Erlebnis und hat richtig Spaß gemacht, mal wieder das gute alte Molten Core sich anzuschauen. Ja, das lohnt sich natürlich auch für euch mal auszuprobieren, vor allem wenn ihr Molten Core damals vielleicht nicht gesehen habt. Ihr habt ja auch jetzt gemerkt, man braucht gar nicht so viele Leute, das kann man auch mal spontan organisieren. Und selbst mit so einem halbgaren Jäger wie unserem Björn kommt man bis zu Ragnaros. Also probiert's aus. Shakes and Fidget, die Comic Collection, gibt's jetzt in limitierter Neuauflage wieder im Buff-Shop. Als erfolgreich darf man den Launch von Age of Conan bezeichnen. Das neue Online-Rollenspiel von Funcom hat schon hunderttausende Barbaren angelockt. Einer von ihnen ist unser Matze und der baut heute unter anderem eine Gildenstadt. Hallo liebe Age of Conan-Freunde, wir zeigen euch heute zwei coole Dinge, nämlich einmal die Gildenstädte und das Handwerkssystem. Und weil das Wetter ja dazu passt, haben wir gesagt, wir fangen gleich in Stygien an. So, und wie das in Conan üblich ist, reisen wir in eine andere Zone mittels eines NPCs, in diesem Fall ein Kutscher, und der bringt uns in die Rot-Lotus-Marschen, das ist ein Housing-Gebiet. Genau, so ein sehr dschungelartiges Housing-Gebiet. Genau, da kommt man quasi direkt von der Wüste in den Dschungel. Man sieht das hier, ist sehr, sehr südamerikanisch eigentlich schon fast gehalten. Ja. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg in das Dorf. Hier kommt man noch an großen Ruinen vorbei. Alles sehr, sehr imposant gestaltet. Und das Dorf ist auch wieder passend zur Zone sehr dschungelmäßig gestylt. Ja. So, jetzt haben wir hier nochmal gewechselt. Genau, jetzt gehen wir in die nächste Zone, Potain oder Potain, weißt du, wie man es ausspricht? Ich weiß es leider auch nicht genau, aber sehr erinnert so ein bisschen an das Römische. Ja, hat so mit dieser Windmühle da, wenn man das so sieht, wie die Fernsehserie Rome. Das war auch so vom Stil her sehr ähnlich, auch wenn man die Stadt jetzt anguckt, da sieht man, die NPCs sind alle so wie Römer gekleidet und auch hier sind wieder die Händler und Berufsausbilder. Genau, dort muss man nämlich zwangsläufig hin, wenn man irgendeinen der Berufe lernen möchte. Aber in den Zonen ist es nicht so, dass man dort einfach nur langweilig rumrennen kann und es passiert nichts, sondern man kann, wenn man durch die Lande streift, von NPCs angegriffen werden, die immer auf deinem eigenen Level spawnen. So wie du jetzt. Genau. Das heißt, wenn du mit deinem Level 25, bist du noch 25? Nee, um Gottes Willen, ich bin jetzt schon fast 40. Wenn du mit deinem Level 40 durch die Gebiete streifst, dann werden dich Level 40 bzw. 41 Gegner angreifen. Bei mir sind es jetzt hier Level 54 Gegner. Ja. Und jetzt kommen wir in die dritte Housing-Zone. Lachees-Ebenen. Genau, und die ist vom Stil wieder ganz anders. Nämlich eher wie Skandinavien oder Island. Ja, also so Wikinger irgendwie so ein bisschen. So, jetzt schauen wir nochmal zum See runter. Und nachdem wir dann die Berufe hier angenommen haben, müssen wir natürlich auch noch die Rohstoffe abbauen. Genau. Und das ist hier in Age of Conan kein langweiliges Unterfangen. Genau, man sieht hier, ich habe wieder eine Kupferader und werde auf einmal angegriffen von einem eifersüchtigen Schürfer. Das ist wieder so ein NPC, der auf dem Level spawnt, das man selber hat. Und der will einen halt daran hindern, die Rohstoffe zu sammeln. Dem muss man dann rasch umhauen, wie es in Conan üblich ist. Da wird nicht lange gefackelt. Da wird einfach draufgehauen. Genau. Gibt auch noch gut Erfahrung. Das heißt, man kann auch richtig gut leveln. Ich sag mal so, bei dem eifersüchtigen Schürfer sieht man noch, okay, das ist ein NPC. Was wir jetzt hier sehen, da wollte ich gerade eine Eibe fällen. Da kommen auf einmal quasi named NPCs, wo ich erst dachte, na nun, bin ich jetzt hier doch in einem PvP-Gebiet. Da war ich mir gar nicht so sicher.
Auch hier hatte ich wieder das Problem, ich bin ungebufft rumgerannt, aber habe es trotzdem noch hinbekommen, die Gegner zu vernichten und hier auch noch mit einem schönen Fatality. Sehr schön. Genau. Der Monitor, Bau gehört dir. Monitor wieder sauber gemacht und ich kann weiterfilmen. Und man sieht auch hier, die Eiben haben einen Lebensbalken oder alle Ressourcen haben einen Lebensbalken und immer wenn man was abbaut, gehen 10% runter. Und wenn es auf Null ist, muss halt wieder warten, bis es regeneriert ist. Genau, und es regeneriert halt relativ, ja. Und ahnst du schon, was wir jetzt machen? Es könnte sein, dass wir jetzt einen anfangen, die Gildenstadt zu bauen. Genau, nachdem wir genug Rohstoffe gesammelt haben, bauen wir unseren Bergfried. Man sieht, welche Rohstoffe man braucht. Der Bergfried ist übrigens das erste Gebäude, das gebaut werden muss, gell? Genau, man muss die Gebäude in einer gewissen Reihenfolge bauen. So, und jetzt siehst du, wie alle zurückgehen, weil erstmal keiner wusste, was passiert und wie groß das Ganze wird. Und auf einmal kommen da die Gerüste aus der Erde. Also man sieht schon, die Gebäude haben eine größere Dimension. Ja. So, jetzt stehen die Gerüste, es dampft alles noch ein wenig. Und dann kommt, das erinnert mich irgendwie an Age of Empires. Genau, auch das Abbauen, wenn man die Ressourcen farmt und auch wenn die Gebäude rauskommen. Ja, wenn die immer so aus dem Boden raussprießen. Genau. Aber es sieht auf jeden Fall sehr imposant aus, wenn auch noch recht leer. Genau, ich denke mal, da kommt auf jeden Fall noch einiges dazu. Es ist momentan, rätselt ja die Community, wann die NPCs in den Spielerstädten kommen. Da häufen sich gerade so die Gerüchteküche irgendwie. Einerseits wird behauptet, ja, die NPCs tauchen erst auf, wenn die Stadt vollständig gebaut wurde. Was Sinn machen würde, nach dem Motto, sind so viele Gegner in der Zone, NPC-Gegner, die NPCs wollen nicht von den wilden Wölfen gefressen werden, die kommen erst, wenn die Mauer da ist. Und auf der anderen Seite heißt es dann wieder, dass es momentan komplett deaktiviert ist. Aber genaue Aussage dazu gibt es, soweit ich weiß, nicht. Genau, in den offiziellen Foren habe ich auch noch nichts gefunden. Hier bauen wir übrigens gerade unseren Handelsposten. Sieht auch sehr schön aus, bloß leider momentan... Auch noch leer. Ja genau, die Waren sind schon da von den Händlern, aber leider die Händler noch nicht. Ja. Hier muss man auch sagen, die Gebäude sehen je nach Housing-Zone anders aus. Ich bin gestern nochmal rumgerannt und wollte ein paar andere Gebäude filmen, aber scheinbar war dann noch alles leer. Die Leute sparen wahrscheinlich momentan lieber auf ihr Pferd, anstatt auf die Gebäude oder auf die Stadt. Ja. Und hier ist das dritte Gebäude, was wir jetzt haben, das ist ein Tempel. Könnt ihr mich anbeten. Genau. Hier sieht man recht schön, da hat einer mit seinem Mammut gewartet und das ist auch alles sehr detailliert dargestellt. Also es sieht schon interessant aus. Sieht auf jeden Fall immer cool aus, wenn die Gebäude so schön aus dem Boden sprießen und da sowas. Jetzt möchte man gleich in die ISO-Ansicht wechseln. Ja. Und das ist jetzt der Tempel, der sieht einigermaßen unspektakulär aus. Deshalb schauen wir da mal rein, ob es drinnen etwas anderes ist. Wie die anderen Gebäude auch noch recht leer. Genau. Aber da habt ihr euch ja was Tolles einfallen lassen. Genau, wir dachten, wenn der Tempel so leer ist und die Priester nicht da sind, dachten wir, da können wir noch einen kleinen Stall für unsere Mammuts machen, dass sie nicht im Regen stehen müssen. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht mit den Gildenstädten. Es sieht auf jeden Fall alles sehr spannend aus und macht Spaß. Wir bauen auf jeden Fall weiter. Genau. Also dann, wir melden uns demnächst wieder, wenn wir mehr haben über die Gildenstädte. Harte Barbaren, niedliche Pets. Zum krönenden Abschluss der heutigen BAFT-Show öffnen wir endlich wieder die Pforten unseres World of Warcraft Tierheims und Dr. Zwicky. Das ist ein interessanter Gesell, der euch zu einem tollen Pet verhelfen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BAFT Tierheims. In dieser Rubrik zeigen wir euch nach und nach alle Haustiere aus World of Warcraft. Und in dieser Woche geht's um... Um Angeln. Wir haben nämlich unsere Angelrouten ausgepackt und was da so alles angebissen hat, das zeigen wir euch jetzt mal. Für dieses spezielle Haustier, das wir suchen, müssen wir unbedingt in die Wälder von Terrocar, denn nur da gibt's das. Genau, und da muss man an bestimmte Seen fliegen. Und zwar entweder oberhalb der Steinbrecherfeste beim Hordeposten, neben Alerias Feste, dem Allianzposten oder in Skettis bei dem großen See in der Mitte. Da lohnt sich's am ehesten, da gibt's die meisten Angelspots, wo man den bekommen kann. Genau. Und man sucht ganz bestimmte Fischschwärme, nämlich die Mischschwärme des Hochlands. Und um die eher zu finden vor den Mitspielern, lohnt es sich viel zu angeln, viele Angelquests zu machen. Denn man bekommt dann vielleicht, wenn man Glück hat, ein Buch, wo man die ausspielen kann. Genau, da kann man Fischschwärme dann aufspüren, wird dann als gelber Punkt auf der Minikarte angezeigt. Ganz wichtig ist vor allem, dass man in diesen speziellen Spots in Terrocar unbedingt einen sehr hohen Angelskill braucht. Genau, also 300 ist schon unterste Grenze auf jeden Fall. Man braucht dann wirklich Angelhut am besten noch, die Angelverzauberung auf den Handschuhen, noch so eine Leine gibt es ja, eine Angelverzauberung gibt es ja, ne? Ja. Die nochmal plus 3 Angeln macht. Also, die bekommt man übrigens aus den Angelquests, die eingeführt wurden. Genau, oder vom sonntäglichen
Angeln. Da gibt es auch eine ziemlich gute Angel. Ja. Mit 35 plus. Genau. Ja, also hier hast du jetzt auf jeden Fall einen, der Krebse angelt und da zufällig auch einen Dr. Zwicky. Dr. Zwicky hat da angebissen. Den kann man dreimal auslösen, alle zwei Tage. Also er hat einen zwei Tage Cooldown pro Auslösung. Genau. Und wenn er gut gelaunt ist, dann erfüllt er dann einem einen Wunsch. Und das probieren wir hier jetzt auch gleich mal aus. Und da können drei unterschiedliche Sachen passieren. Genau. Das erste Mal, als ich es jetzt hier ausprobiert habe, habe ich leider nur einen Segen gekriegt. Der hält zwei Stunden an. Der hat aber ziemlich gute Werte. Ja, also er erhöht halt die Gesundheit. Ja, also es ist ganz nett, um sich gegen andere, die auch die Fischschwärme haben wollen, zu verteidigen. Und er bleibt nach dem Tod erhalten. Ja, genau, hält zwei Stunden lang auf jeden Fall. So, hier hast du es nochmal probiert und da taucht was auf. Genau, das war zwei Tage später. Und da taucht ein wohlwollender Dr. Zwicky auf. Und der macht was? Macht eigentlich nicht viel, außer dass er einem die ganze Zeit hinterher dackelt. Und der kann, ich glaube, sogar, also genau wie das Haustier, was wir suchen, über alles hinweg, also wenn man fliegt, der läuft über alles hinweg, über Seen, über Berge, steil nach oben. Das stimmt, der kann senkrecht, der verschwindet nicht. Der kann senkrecht über einen Berg drüber laufen, wenn man oben drüber fliegt. So, hier probieren wir das jetzt mal aus. Genau, und der greift nämlich auch mit an, wenn man einen Feind angreift. Das ist ganz witzig. Der macht aber nicht viel Schaden, glaube ich. Da ist er sauer. Ich habe mit der Angel zugehauen. War ja nicht viel zu tun da. So, jetzt habe ich es auch mal ausprobiert, weil ich habe nämlich kurz nach der auch einen Zwicky gefangen, zufällig. Und zwar nach war es ungefähr, ne? Ja, nach Monaten des Angelns. Oh. Das hat echt ewig gedauert. Und du hast wie lange geangelt? Ein paar Wochen? Ich weiß es nicht. Ja, so zwei Wochen aktiv nach dem Zwicky geangelt. Ja, aber ich habe auch den Buff beim ersten Mal bekommen. Dann habe ich zwei Tage später nochmal am See ausprobiert, die zweite Aufladung. So, jetzt nochmal winken, ausprobieren. Ja, und deswegen gucken, was passiert. Hast du es geahnt? Dass er mich angreift. Das ist nämlich jetzt ein wütender Dr. Zwicky. Der ist nicht so erfreut, dass man ihn irgendwie beschworen hat. Oder er ist einfach genervt davon, dass man ihn dauernd anklickt. Man weiß es nicht. Ja, den kann man aber auch locker mit der Angel umhauen. Ja, sollte weniger. Ach, muss er weinen, der Arme. Ja, wenn man sich überlegt, wie lange das gedauert hat. So, meine letzte Aufladung. Muss ich natürlich ausprobieren, da habe ich gerade meine Angelquest abgegeben. Und da ist mir doch glatt ein Kasten mit einem magischen Flusskrebs in die Tasche gehüpft. Du hast das Glück. Unglaublich. Ach, du kriegst den bestimmt auch noch. Bin ich mir sicher. Ja, und wenn man diesen Kasten in der Tasche hat, dann hat man auch diesen kleinen magischen Flusskrebs als zukünftigen Begleiter. Und ich habe mir die große Variante besorgt. Tja, da hatte ich wohl ein kleines bisschen mehr Glück als der Zamm, aber du wirst sicher dranbleiben, oder? Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil es auch noch mehr Tiere zum Erangeln gibt. Oha. Und in einer der nächsten Shows geht es übrigens um ganz spezielle Haustiere aus diesem Kartenspiel. Da sind wir mal gespannt. Bis dahin. Bis denn. Und wieder hat das Team von buff.de für ein niedliches Pet ein gutes Zuhause gefunden. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei der Buff-Show. Ich will auch Make-up. Sieht man das so arg? Nö. Du Schminkkopf.